Hör mal, hier auf dem Boot, Herr Geis, ist mehr Alkohol als auf der AIDA, das sage ich dir. Jeden Schrank, den du aufmachst, ist Alkohol. 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 Zeig mal, das ist da kein Alkohol. Nee, da nicht, da drüben. Ist alles voll. Alles Alkohol. Hier, das sind Gewürze. Muss ja mal aussortieren. Hier ist Alkohol, Alkohol, Alkohol. Es ist wieder soweit. Mein Lieblingsdrink. Man sagt ja eigentlich, irgendwann gewöhnt man sich an alles, aber hier dran werde ich mich definitiv nie dran gewöhnen. Yesterday they sent me this sailing permission for Indigo. For Donzi we didn't get. Oh, for Donzi we didn't get, this is bad. For Indigo they sent that day 2 days ago. And I get it yesterday. So I hope Monday. Done. Monday evening, Monday. How it looks with the Donzi? Yeah, we're still waiting for a sailing permit, but Donzi is there. Really. Yeah. Don's is there. We go later, we check. Yeah, but she's clean. You wash it. Yesterday evening we clean it, we wash it. Ah, gut. Mit dem Boot scheint alles zu klappen. Jetzt wollen wir natürlich mal sehen, was die Beachclubs hier so können. Mein Outfit dafür habe ich schon an. Ich habe das perfekte T-Shirt für Dubai an, aber im Yachthafen, das ist ja sowas wie eine Free Zone. Da kann man anziehen, was man möchte, mehr oder weniger. Hauptsache, man ist bekleidet. Und bekleidet bin ich ja. Und die Frauen? Auch bekleidet. Geile Tattoos, ha? Huh? Sieht gut aus. Später schauen wir mal, was die Donzi macht. Aber erst wird was gegessen. Oh, bist du schmal. Ha? Oh, bist du schmal. Ja. Ich hatte heute Morgen wieder abgenommen. Ja? Ist gut, das geht jetzt. Ja, also das ist das ehemalige Boot von Al-Fayed, von der Al-Fayed-Familie, den Harris in London gehört. Und da hat Lady Diana den letzten Sommer verbracht, bevor sie dann tödlich verunglückt ist in Paris. Das heißt also, dieses Boot hat absolute History, Geschichte. Es geht richtig was ab, richtig was los. Lassen wir jetzt mal so ein bisschen auf uns wirken, ne? Mit Blick auf das Boot, wo Lady Diana auch schon drauf war. Also alles perfekt. Ob es so perfekt weitergeht, muss sich aber noch zeigen, denn das ist nur der kleine Appetizer für einen wirklich wichtigen Nachmittag. Der Captain kommt, bringt seine Crew noch mit. Die wollen wir natürlich jetzt noch begutachten und dann wollen wir natürlich zum Sonnenuntergang raus. Und wenn wir jetzt den Sonnenstand uns angucken, haben wir dafür genau noch 2 Stunden Zeit, um mit der Indigo Star jetzt vor die Skyline von Dubai zu fahren. Und das ist natürlich die Herausforderung heute. Der Captain von gestern hat schon eine Crew zusammengesucht und die wollen wir heute mal antesten. Ja, ist schon Wahnsinn, du. Ich habe gedacht, wir machen erst ein Casting. Nein, aber die Crew ist schon perfekt angezogen. Das sieht schon aus, als wenn sie schon seit 10 Jahren hier arbeiten. Genau, die stehen in den Startlöchern, also dann, ne? Sind wir mal gespannt. Ja, also ich bin jetzt so ein bisschen überfragt. Also normalerweise geht das eigentlich so, die stellen sich beim Management vor, die geben ihre Papiere ab etc., sagen, was sie vorher gemacht haben, geben bestimmte Referenzen etc. Also eigentlich wie beim Vorstellungsgespräch in einer ganz normalen Firma. Hier scheint das alles bei Peter alles ein bisschen schneller zu gehen. Also es scheint scheinbar an der Dubai-Geschwindigkeit zu liegen. Das neue Crew heißt, alte weg, die können eigentlich jetzt gleich packen, können gehen, die neue ist schon da und Dankeschön, auf Wiedersehen. Also auch unser Captain Ante ist völlig überfordert mit der Situation gerade, ich genauso. Ja, das Einzige, was man jetzt hier findet, sind auf jeden Fall schon mal 2 Mädels, 2 neue Crewmitglieder. Ja. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die heißen. Tja, das ist Dubai. Dubai geht alles schneller, als man denkt. Das heißt also, so schnell hatte ich noch nie Leute, die die Crew-Klamotten anhatten. Und jetzt meinen, sie wären die neue Crew. Aber wie gesagt, man überlässt das ja auch dem Captain. Der Captain muss das managen. Das heißt, jetzt haben wir 2 Captain. Dann schauen wir mal. Wir fahren auf jeden Fall mal raus. Und ja, hoffen einfach, dass wir sowas wie 1 Meter unterm Kiel haben, dann läuft alles, dann brechen wir uns auch keine Schrauben ab oder irgendwas, verbiegen uns nichts und schauen uns die Skyline von Dubai an. Was sollen wir jetzt tun? Also wir lassen jetzt alles mal auf uns zukommen. Also es bleibt spannend hier in Dubai.
Man muss das Ganze natürlich antesten. Also die können mir ja viel erzählen, dass sie Boot fahren können etc. Das heißt also, am Ende vielleicht fahren sie mit einem 20-Meter-Boot spazieren oder mit einem 18-Meter-Boot spazieren. Hier, das sind immerhin 40 Meter, das sind 320 Tonnen. Da passiert ja was, weil wenn die hier zu spät bremst, brauchen die eine neue Marina. Also insofern schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, wenn sie fahren und danach auch wieder in den Hafen fahren, ob das alles heile funktioniert, ohne Stress, ohne irgendwelche, ja, Aktionen. Also ich bin gespannt. Wir ziehen uns jetzt gleich alle eine Schwimmweste an und dann geht's los. Und wenn das die letzte Fahrt war mit der Indigo Star, ja, dann war es die letzte Fahrt. Dann muss die Security uns retten. Das wird es in Dubai mit Sicherheit geben. Garantiert bei App. Da muss was im Wasser gewesen sein. Anders kann man sich nicht erklären, dass Robert das Schicksal seiner alten Lady in die Hände einer Crew legt, die er seit 3 Minuten kennt. Wir fahren, ich kann es gar nicht glauben. Ich muss es mit eigenen Augen oben sehen. Das erste Mal, dass ich mit der Indigo Star hier oder wir durch Dubai fahren. Also ist schon toll. Für uns sind das ja ganz, ganz tolle Eindrücke jetzt von der Seeseite. Super schön, super schön. Oh, hier darf man auch schnell fahren. Da können wir dann irgendwann mit der Donzi fahren. Guck dir das an. Ich habe ja schon oft genug im Five gesessen, habe den Booten hinterher geschaut und habe mir überlegt, ja, wir haben ja schon 2-3 Mal eins gemietet, aber immer kleinere Art. Man müsste hier mit der Indigo Star rausfahren, siehst du, und aus einer Vorstellung, ich will gar nicht sagen aus einem Traum, aus einer Vorstellung wird dann Realität. Und genau das ist das, was wir heute geschafft haben. Wir haben jetzt unsere Genehmigung, hier 6 Monate rumzufahren erstmal. Und jetzt fahren wir das erste Mal zum Sonnenuntergang und schauen uns einfach mal die Dubai Skyline an, die ja mit Sicherheit atemberaubend ist. Und das Wetter ist geil. Das heißt, wir brauchen keine Jacke, kein gar nichts. Es regnet doch nicht, es stürmt nicht, wir haben keinen Sandsturm. Heute perfekte Situation. Erste Mal. Ja. Wir haben es geschafft. Ist gut, ne? Und sie schwimmt noch. Unser Bötchen ist in Dubai. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Die Location entschädigt uns für viele Kopfschmerzen, die wir hatten, damit wir das Boot hier runterbringen. Also ich bin auch der Meinung, es gibt ja hier noch viel, viel mehr zu sehen, was wir noch nicht gesehen haben. Und das ist erst der Anfang. Stimmt, das Rausfahren war erst der Anfang. Das Einparken könnte das Ende bedeuten. Läuft aber bei euch. Also der erste Testdrive mit der Indigo Star ist perfekt gelaufen, sieht man ja. Wir hatten natürlich auch ein bisschen Überbesatzung, muss man ganz ehrlich gestehen. Wir hatten ja fast 10 Leute Crew, aber sie haben das gut gemacht. Und wichtig ist ja, dass der Captain einparken kann. Ante hat sich das Ganze angeguckt, Ante hat Daumen hoch gemacht. Das heißt, also, der Captain kann auf jeden Fall mal das Boot fahren. Das ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Ja, und wir hatten auf jeden Fall keine Probleme bei der ersten Ausfahrt. Nein, nichts. Also im Moment läuft alles perfekt. Es läuft eigentlich wie am Schnürchen. Da muss ja noch irgendwas schief gehen, weil Schnürchen kennt man vom Dynamit. Wenn die brennt, explodiert sie irgendwann. Wir hoffen mal nicht. Warten wir es ab die nächsten Tage. Genau.